20.15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz, Ein Fall von Liebe, Heimatdrama. Lena, Patricia Aulitzki, steht der Kopf eigentlich nicht nach einem Flirt. Doch dann begegnet sie Quirin, Jens Atzorn, der gerade die Scheune auf dem Lorenzhof umbaut. Lena mag seinen Humor und seine Kreativität. Dass er auch Kletterer ist, findet sie mit ihrer Höhenangst nicht gut. Tatsächlich kommt es bei einer Klettertour zu einem Unglück. Quirins Freund Markus, Oliver Roskopf, stürzt ab. Hat Quirin tatsächlich keine Schuld an dem Absturz? Lena ist schockiert. Zugleich muss sie sich um Markus' Frau Rosa, Marie-Christine Friedrich, kümmern. Die beiden haben erst vor kurzem eine Tochter bekommen. 20.15 Uhr, Pro7, Hüter der Erinnerung, The Giver, Sci-Fi-Drama. Der 16-jährige Jonas, Brent und Weites, lebt in einer Zukunft, in der es keine Kriege, keinen Hunger und kein anderes Leid gibt, aber auch keine Leidenschaften mehr. Denn die Menschen haben ein System entwickelt, in dem keiner sich an etwas erinnern darf. Als Jonas zum einzigen Hüter der Erinnerung ernannt wird, will er das ändern und bringt sich und seine Familie in große Gefahr. Ein früherer Hüter, Jeff Bridges, gibt sein Wissen über die Erinnerungen der Menschheit an Jonas weiter. Als die beiden hinter ein gut gehütetes Geheimnis kommen, wollen sie sich gegen das System wehren. 20.15 Uhr, Fox, Sisters, Komödie. Sie sind Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Maura Ellis, Ami Pöhler, ist Krankenpflegerin und hat ihr Leben voll im Griff. Die zwei Jahre ältere Kate, Tina Fey, hingegen schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch und ihr Leben ist ein einziges Chaos. Als dann plötzlich ihre Eltern anrufen und ihnen mitteilen, dass sie ihr Haus in Orlando verkaufen wollen, beschließen sie ein letztes Mal eine Party im Haus ihrer Kindheit zu schmeißen. 20.15 Uhr, RTL 2, Popgiganten, Fittenheats Fußball-WM 2018, Popdoku. Songs wie You'll Never Walk Alone von Gary and the Pacemaker, We Are the Champions von Queen, Go West von den Pet Shop Boys und Tage wie diese von den Toten Hosen sind heute nicht mehr aus den Fußballstadien wegzudenken, wurden ursprünglich aber nicht als Fußballhits komponiert, sondern erst von den Fans dazu gemacht. Popgiganten feiert die größten Fußballhits aller Zeiten. Sowohl die offiziellen wie Waka Waka von Shakira oder Love Generation von Bob Sinclair, als auch die inoffiziellen wie Dieser Weg von Xavier Naidoo, den die deutsche Nationalmannschaft beim Sommermärchen 2006 zu ihrem Fußballhit machte. 20.15 Uhr, Kabel 1, Bodyguard, Thriller-Romanze. Der Bodyguard Frank Farmer, Kevin Costner, soll die launische Popdiva Rachel Maron, Whitney Houston, beschützen, die mehrere Drohbriefe erhalten hat. Ein Attentat kann Frank, der sich gegen seine beruflichen Prinzipien heftig in Rachel verliebt, in letzter Minute verhindern.